Studios, 82, LAX 72. I love cream of wheat. Now, it's so hot and creamy. Feels so good when it goes down my throat. It really fills a girl up. Nutritious and delicious. Eat it before it gets cold. Now here's one your folks used to dance. Stephen Sayadian erlebt 1981 einen absoluten Höhepunkt, als sein erster Film Night Dreams ins Kino kommt. Doch erstmals in der Geschichte des Pornokinos am Hollywood Boulevard verlangen die Zuschauer ihr Geld zurück. Das war so etwas wie mein Markenzeichen, beliebte Produkte einzubauen. Ich dachte, es würde gut ankommen, wenn ich sie als Figuren zum Leben erwecke. Außerdem fiel mir auf, dass es in Pornos keine Afroamerikaner gab. Das hat mich schockiert. Also sagte ich mir, wir parodieren nicht nur die Werbung, sondern auch noch sämtliche Porno-Klischees. Und heute ist das im Netz die beliebteste Night Dream-Sequenz überhaupt. Zu künstlerisch für den Porno und zu pornografisch für die Kunst. Das ist das tragische Schicksal von Stephen Sayadian. Mitte der 70er beginnt er seine Karriere als Fotograf für den Hustler. Es folgen einige Filmplakate für John Carpenter oder Brian De Palma, bis sich Stephen schließlich als Regisseur auf Pornos spezialisiert, die zum kommerziellen Albtraum werden. Seine Filme dreht er in nicht mal einer Woche, finanziert mit Geld aus Peepshows. Für Dr. Caligari, sein Werk mit dem größten Budget, engagiert Stephen den Spezialeffekte-Experten des Films The Thing. Um die skurrilen Visionen eines Sayadian umzusetzen, muss eben ein echter Spezialist her. Beim letzten Etrange-Festival in Paris nimmt der US-Regisseur zu seinem Fiasko Stellung. Ich dachte, wir könnten als Einzige in Amerika Pornografie mit künstlerischem Anspruch, Humor und Selbstironie machen. Es war eine kleine Nische, in der wir ganz groß werden könnten. Das reizte mich viel mehr als öde Fernsehfilme oder Freitag der 13. zu drehen. Das hatte man mir zu dieser Zeit angeboten. Stephen Sayadian, Sohn eines professionellen Glücksspielers und einer Lehrerin, wächst in den 60er Jahren in Chicago auf. 1975 wird er volljährig und klopft bei einer Go-Go-Bar in Columbus, Ohio an. Deren Besitzer, der zukünftige Pornomillionär Larry Flint, will ein neues Magazin herausbringen und Stephen für $2000 Gehalt zum Art Director machen. Der junge Fotograf steht auf Satiremagazine wie Mad, Help und sogar das französische Arakiri, deren provozierende Gestaltungskonzepte er nun auf den Hustler anwendet. In wenigen Monaten steigt die Auflage von 50.000 auf über 3 Millionen Exemplare. Die meisten Männermagazine arbeiteten mit Serienblitz, einem sehr grellen Licht, das sowohl für die retuschierten Playboy-Fotos als auch bei den weich gezeichneten Penthouse-Bildern mit ihrem diffusen Licht eingesetzt wurde. Aber das wollten Frank und ich nicht. Wir benutzten keinen Stroboskopblitz. Unser Vorbild war das Wolframlicht, mit dem im Film Noir und bei Hollywood-Produktionen gearbeitet wurde. Das war ungewöhnlich für ein Magazin. 1978 zieht Larry Flint nach L.A., um das nächste Magazin aufzuziehen. Stephen wohnt dort direkt neben The Mask, dem einzigen Punkclub der Stadt, und läuft täglich den Stars der kalifornischen Anarchy-Szene wie The Germs, The Weirdos oder The Avengers über den Weg. Kurz darauf nabelt sich Stephen vom Hustler ab, um sich dem Experimentalfilm zuzuwenden. 1982 holt er sich seine beiden besten Freunde mit ins Boot. Frank Delia, Kameramann von Abel Ferrara,
und den zukünftigen Bestseller-Autor Jerry Stahl. Sie organisieren $16.000 und buchen eine Pornodarstellerin für 6 Tage. Doch wie all seine Filme wird auch Café Flash zum kommerziellen Flop. Ende der 80er Jahre geht Steven doch einen Pakt mit dem Kommerzteufel ein und dreht die TV-Serie Palm Beach Duo. 1997 rettet ihm eine Lebertransplantation das Leben. Und für das Jahr 2014 hat der Regisseur einen neuen Film angekündigt. Ich bin voll da und mache genau dasselbe wie vor 20 Jahren. Die gleichen Filme wie in den 90ern. Natürlich technisch perfekter, sogar noch kontroverser und mit noch mehr Sex. Aber kein Porno, wie man ihn im Internet sehen kann. Das würde keinen Sinn ergeben.